Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zombieland Box von Megahertz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zombieland von Megahertz, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus. Wir haben hier eine recht kompakte Box, also kleineres Boxformat hier vorliegen. Wir haben hier eine Aufzugstür, also eine Lifttür, und hier kommen diverse blutverschmierte Arme raus. Also sieht wirklich so nach Zombie-Invasion aus. Hier lesen wir Megahertz Zombieland und dann lesen wir hier noch Caution Dead Inside. Also Achtung, Tote oder der Tod ist hier drinnen. Und ja, passend zum Albumtitel hier dieses Artwork, dieses Cover gewählt. Erinnert mich ein bisschen so an Zombieland, natürlich den Film, oder auch natürlich an die Serie The Walking Dead. Ich bin ein großer Zombie-Fan, deswegen gefällt mir dieses Artwork sehr gut. Auf der Seite ist das Ganze hier in diesem Grau, diesem metallischen Grau gehalten. Hier lesen wir wieder Megahertz, Zombieland und Strictly Limited Deluxe Box Set Edition. Ja, das ist in der Tat so, denn diese Box gab es insgesamt nur 1000 Mal, also auf 1000 Stück hier limitiert. Hier lesen wir das auch nochmal. Und auf der Rückseite haben wir dann insgesamt die komplette Tracklist hier aufgelistet. Also es sind 12 plus 4 Tracks, also zusammen 16, davon sind 12 auf der regulären CD und 4 sind dann auf der Bonus-CD. Dann haben wir hier unten noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal eine Halskette. Dann haben wir eine Fahne. Und natürlich das Album an sich in so einem Digipack, in so einem Buch. Sehr schön. Von innen die Box in weiß. Dann packen wir die Box mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist das 9. Album von Megahertz. Hier lesen wir dann auch wieder Zombieland und Megahertz. Also es sieht so ein bisschen nach Wegweiser aus auf der Autobahn. Und hier haben wir dann den Sänger, den Frontmann der Band. Und der hat hier einen blutverschmierten Baseballschläger über die Schultern geschwungen. Und ja, da dürften wohl diverse Zombies hier im Stacheldraht hängen und nach ihm greifen. So sieht das von der Seite aus. Wie gesagt, auf der Rückseite, das kennen wir schon von der Box. Hier haben wir dann wieder die Tracklist. Und hier sieht man es dann auch nochmal besser. Hier sieht es auch nach Zombie-Invasion aus. Und nach ziemlich, ja, kaputten Gebäuden, ziemliche Ruinen, wie man hier sehen kann. Also nach Apokalypse sieht es hier aus. Dann haben wir hier drinnen einmal die Album-CD, also die CD Nummer 1 mit dem Herren, den wir schon vom Cover kennen. Also die CD genauso gestaltet wie das Cover. Auf der Rückseite kommt dann hier so ein vergittertes Fenster. Sieht irgendwie so ein bisschen nach einem Knastgitter aus, nach so einem Knastfenster. Hier kommen auch diverse blutige Arme uns entgegen. Dann haben wir rechts wieder das Bild vom Cover. So, und dann haben wir hier jetzt ein Booklet und das gefällt mir schon mal richtig gut, denn wir haben hier nicht nur wunderschöne Zeichnungen oder Grafiken und Fotos, sondern wir haben hier auch die Tracklist. Das gefällt mir immer gut. Die Tracklist sage ich schon. Die Lyrics. Die Lyrics haben wir hier. Das gefällt mir immer gut, wenn man hier wirklich das Ganze nochmal nachverfolgen kann. Mit Singen nachlesen kann. Sehr schön. So sieht das aus. Also links haben wir die Lyrics, rechts dann heftige Aufnahmen. Natürlich das Zombie-Thema hier omnipräsent. Die einzelnen Mitglieder der Band hier in Bedrängnis durch fleischfressende Untote. Zieht sich dann so durch vom Design. Okay. So, was haben wir hier? Das ist schwer zu erkennen, aber es sieht auch irgendwie nach
einem Zombie-Mädchen nach einer Zombie-Frau aus. So, was haben wir hier? Alles klar. Hier haben wir einen Einleger, so einen kleinen Info-Flyer. Und zwar ist das hier Megahertz Merchandise bzw. andere Tonträger. Wie wir sehen können, gibt es das Album auch regulär als CD bzw. hier in der Mediabook Edition und dann auch noch als LP, also als Vinyl. So, dann haben wir die Tourdaten von der Zombieland Tour 2014. Zombieland Tour. Dann packen wir diesen Flyer mal wieder zurück. Aber bevor wir das tun, haben wir hier noch eine Doppelseite der Bandmitglieder. So sehen die Herrschaften aus. Also um sie namentlich zu nennen, Alexander, Christian, Christoph, Werner und Jürgen sind hier abgebildet. Dann packen wir diesen Flyer auch mal wieder rein. So, weitere Bilder, weitere Lyrics, wie auch schon die vorigen Seiten. Alles wieder natürlich mit Untoten und Zombies hier verziert. Sehr schön, so muss das sein. Oh, der dürfte gerade eine Axt in den Kopf bekommen. Zum Abschluss haben wir dann hier die Lyrics. Jetzt bin ich komplett schon verwirrt. Die Lyrics hatten wir ja die ganze Zeit schon. Nein, hier haben wir dann zum Abschluss die Credits. Die sehen so aus. Also hier kann man dann nochmal nachverfolgen, wer wofür verantwortlich ist. Jawohl. Und hier dann auch nochmal die Tracklist. So, und dann haben wir natürlich eine zweite CD, die Bonus-CD. Hier wieder mit diesem Knastgitter. Und auf dieser Bonus-CD befinden sich dann noch weitere vier Tracks. Und auf dieser Bonus-CD haben wir dann auch zwei Features mit dabei. Und zwar hier von Lisa Morgenstern und Nick Flade. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich kenne die beiden nicht. Sorry, falls ich die falsch ausgesprochen habe. So, das war's zum Album in dieser Mediabook Edition. Dann haben wir mit dabei eine Halskette mit einem Anhänger. Und zwar sieht das so aus, wir haben hier so eine schwarze Lederhalskette mit zwei Enden. Bedeutet, man kann die dann hier oben entsprechend selbst zusammenknoten, zusammenknüpfen. Und hier unten haben wir dann den Anhänger. Es ist das Logo von Megahertz. Und zwar haben wir hier ineinander verschoben, ineinander verworren die Buchstaben. Das M, das H und das Z kann man hier gut sehen. Also das gibt es hier als Anhänger in so einer silbernen Metallic. Er ist auf jeden Fall Metall und es ist ja nicht wirklich glänzend, es ist mehr matt gehalten. Ja, schöner Anhänger. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt eine Fahne. Die ist selten, aber doch hat man es bei Fahnen. Im Hochformat. Und zwar haben wir hier wieder das Cover. Hier oben lesen wir einmal in weißer Schrift Megahertz. Und dann haben wir darunter den Sänger der Band. Wieder mit dem blutigen Baseballschläger. Und hier unten dann wieder einmal Megahertz Zombieland hier zu lesen. Und dann die Zombie-Arme, die hier nach ihm greifen und im Stacheldraht hängen. Jawohl, so, wir haben hier die Rückseite nicht bedruckt. Also die sieht so aus. Und wir haben jetzt auch hier keinen Zettel, der uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, was das für ein Material ist, wo das Ganze hergestellt wurde. Es ist auf jeden Fall ziemlich groß. Also ich würde mal sagen, ja, mindestens A1, so vom Format. Ist auf jeden Fall echt, echt eine große Fahne. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Hochformat. Dann haben wir die Halskette hier aus den schwarzen Lederriemen da, aus dem schwarzen Leder mit diesem metallenen Anhänger. Sowie natürlich das Album an sich in dieser Mediabook Edition inklusive Bonus-CD und insgesamt 16 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Zombieland von Megahertz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box?
schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Megaherz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.